Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Airesu. Ich bin Airesu und nicht sicher, wo ich gerade bin und wo ich hin will. Wir haben hier ein Wandgemälde, ein Relikt. Wir haben kein Grab mehr, wie es aussieht. Moment. Doch, das Grab hier ist noch offen. Okay, dann gehen wir dahin. Und bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin nicht sicher. Bin ich im Grab? Ach Gott, das. Ja, ich glaube, ich bin hier reingekommen gerade und habe das. Ich werde das. Ja, ich bin hier im Herausforderungskampf. Wunderbar. Hui! Ich bin voll auf dem Laufenden. Okay, hier sind auch noch Leute. Ich könnte mich hier fallen lassen, aber ich denke, dann würde ich sterben. Deswegen schwinge ich lieber mal ein bisschen. Und hopp! Ja, ich glaube nicht, dass ich das überlebt hätte. Klingt nach Ärger. Ja, denke ich auch. Ich finde es schön, dass wir uns tatsächlich mal einig sind, Clara. Und hopp! Ja, wir hätten uns auch einfach fallen lassen können. Da kommt Gas raus, das heißt, wir werden uns hier beeilen müssen. Oh, riecht wie faule Eier. Schwefel. Dämon. So. Da haben wir direkt ein bisschen Zeug wieder für neue Feuerpfeiler aufgesammelt. Ich hoffe einfach mal, dass das hier nicht Gas ist, sondern nur ein klein bisschen Staub, der da rumfliegt oder Nebel. Ich weiß nicht, was das macht, aber wir benutzen es. So spielt man dieses Spiel eben. Oh Gott. Ah, okay, damit können wir das da wahrscheinlich explodieren lassen. Oh, nee, das da können wir explodieren lassen. Okay. Also nicht explodieren, sondern wegsprengen. Uns das jetzt hier wirklich weitergeholfen. Versuchen wir das nochmal und gucken, ob irgendwas weiteres passiert. Sieht nicht so aus, nein. Meine, wir haben hier jetzt keinen weiteren Weg, den wir da aufhalten, ne? Ah, Moment, wir können hier noch weitergehen. Ich weiß nicht, warum wir das dann gemacht haben, wenn wir hier lang müssen. Allerdings kann es durchaus sein, dass wir hier nicht rüber können, weil sie sich dort nicht festhalten wird. Oh. Okay. Kein Problem. Moment, kommen wir von hier? Wir kommen von hier. Okay. Tja. Was machen wir dann jetzt? Können wir hiermit irgendwie noch interagieren? Es sieht nicht so aus. Moment, von da kamen wir, aber da waren wir noch nicht. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis und sehe nicht, wo ich hin kann. Okay. Nehmen wir an, ich habe den Weg hier gerade aufgemacht mit der Explosion dort. Wie gesagt, das ist sehr problematisch, wenn man in dem Spiel einfach macht, was man so machen kann und es ist richtig. Und dadurch kommt man direkt voran. So, das habe ich eben noch gesehen. Ich war mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich es nicht angesprochen, um mich nicht lächerlich zu machen. Gute Einstellung für einen Let's Player immer. Die Jaxil sind auch hier? Warum ist das für dich überraschend? Wir sind schon welchen davon begegnet hier, oder? Und wir haben sie die ganze Zeit gehört. Und hopp. Oh Gott. Uiuiui, da hätte mich das Abrollen beinahe getötet. So, schön alles. Dafür habe ich nicht genug Platz. Gut, alles Zeug einsammeln, das wir einsammeln können. Nicht unbedingt alles, das da ist.
Laufe ich hier im Kreis? Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, wie gesagt, man kann sich ja auch einfach fallen lassen hier oftmals. Das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für die Zombie-Hexen, mich anzugreifen. Okay, das hier sieht aus, als hätten wir gleich eine Kletterpartie. Die Kamera hing eben fest, als ich dort stand, deswegen habe ich eine Weile gewartet, weil ich dachte, wir wären in einer Videosequenz. Also, ich habe ein paar Pfeile bekommen. Was passiert, wenn wir das anzünden? Interessant. Okay, und hopp. Und einen neuen Feuerpfeil. Wieder ein bisschen Öl einsammeln. Hier kommen wir nicht rüber. Wieso ist das da? Ich meine, es wirkt wie Verteidigungsmaßnahmen gegen Leute, die von unten kommen. Okay, da hatten wir tatsächlich ein Medikit. Das habe ich... Ich meine, irgendwann werde ich schon mal gesehen haben, aber... Zumindest üblich ist es nicht. So, wir machen wieder mal etwas auf, weil wir es auch machen können. Oh, hallo. Hoppala, es wäre wirklich gut, wenn ich zielen könnte. Es wäre wirklich sehr gut, wenn ich zielen könnte, aber im Notfall kann ich auch einfach den Pfeil im Nahkampf benutzen. Ja, sind hier noch Leute? Man, es klingt danach, aber ich habe jetzt keine weiteren... Boah. ...gesehen. Hier liegt noch irgendwo einer. Da liegt er. Der ist ein Stück näher gekommen. Mal sehen, was passiert, wenn wir das machen. Aha, damit treiben wir das an. Ist in Ordnung. Wir können auch da hinten hingehen. Ich hielt das ursprünglich, das dort ursprünglich für eine Ablenkung und dachte, dort hinten würde ich ihn auf. Ich dachte, da wäre irgendwas, das man finden könnte und hier würde es weitergehen, aber offenbar... Unmöglich. Ich kann nicht mehr genau treiben. Andersrum. Mal wieder Mam, können wir fließen. Weltenbaum, eine Huldigung des Weltenbaums. Den Legenden der Maya zufolge wurzelt der Baum des Lebens, auch bekannt als Yashte, in der Unterwelt und wächst dann durch unsere Welt, bevor sich seine Äste schließlich bis ins Paradies erstrecken. Irgendwo in ihm versteckt sitzt Itztamye, ein Vogelgott, der angeblich sämtliche Geheimnisse der drei Existenzebenen kennt, durch die der Weltenbaum wächst. Ui, dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Moment, kennt er nur alle Geheimnisse oder weiß der alles? Das ist ein Unterschied. Sehr schön. Wir mussten nicht mal zwei Pfeile dafür verwenden. Was eine Befürchtung war, die ich... Oh, Scheiße! Lara kurz hatte. Das ist eine sehr merkwürdige Brücke. Die Architektur hier... Ich glaube, sie soll einfach nur primitiv bedrohlich wirken, aber hat, ich denke nicht, dass die wirklich irgendwas Realem entsprechen würde. Da haben wir was zu lesen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du sollst nicht tragen, du sollst was lesen. Weiter, Mom. Und was haben wir? Lebensbaum, Darstellung einer Weltachse. Von ihren Wurzeln in der Unterwelt, in der Fledermäuse hausen, wächst sie unaufhörlich empor. Ihr Stamm schützt das Reich der Menschen und ihre Zweige breiten sich über den nächtlichen Himmel aus.
Okay, ja, das ist nochmal ergänzend zu dem, was wir eben darüber erfahren haben. Das eben war informativer. Ich frage mich, was ich für besser halten würde, wenn die Dinge primitive Puppe ein Abbild. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Danke für deine archäologische Expertise, Lara. Das war hilfreich. Sehr. Naja, ich frage mich, ob die Dinge angeordnet sind. Also, dass, wenn ich jetzt dort diesen den Eintrag zum Lebensbaum finde, ob das immer genau der Eintrag ist. Oder ob man immer als erstes den längeren findet. Ich meine, beides hat seine Vor- und Nachteile. Vorteil wäre eben, dass man genauer kontrollieren kann, was die Leute so bekommen. Der Nachteil ist, dass es eben ein klein bisschen weniger realistisch wird. Ah, Moment, da kann ich mich langhangeln. Okay, kein Problem. Hört auf, mir Angst einzujagen, sonst erschieße ich euch. Ist im Prinzip die Rechtfertigung, die US-Polizisten immer nutzen. Ich denke nicht, dass ich diesen moralischen Standard tatsächlich für mich übernehmen sollte. Hallo? Au! Aua. Okay. Da haben wir das erledigt. Wir schauen mal, was wir machen, wenn wir das da hauen. Dann. Okay. Wir senken das für einen Moment ab und ziehen das hoch. Das heißt, wir wollen gerade hier runtergehen, dort wieder auf diese Plattform und das dann anschießen. Okay. Oh Gott. Perfekt. Zum Glück ist Physik nichts, worüber sich die Entwickler zu große Sorgen gemacht haben. So, sehr gut. Gibt immer nur einen Weg, also finden wir auch immer den richtigen, wenn wir einen finden. Es ist nicht mehr weit. Ich muss, dafür habe ich nicht genug Platz. Oh Gott. Au! Jetzt habe ich schon wieder so viele Pfeile verschwendet. Verdammt, noch mehr Pfeile verschwendet. Das da sieht aus, als könnte man dort Zeug finden. Ne, okay, das hier ist Teil des normalen Weges. Das Trinity-Soldat? Nein, es scheint ein Soldat zu sein, denke ich. Oder vielleicht auch einfach nur ein Pilot. Aber ich habe keine Hinweise darauf gesehen, dass das jetzt zu Trinity gehört. Wenn wir das hier kaputt machen, dann können wir hier rüber hopsen. Ich glaube, das. Au! Oh, Moment, Pfeile. Zum Glück haben wir keine so große Eile dort. Und aufschneiden, denn wir können das aufschneiden, also muss es richtig sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Und wir haben wieder Mammzeug zu lesen. Noch eine primitive Puppe, noch Es ein scheint Abbild. eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Meinst du? Okay. Ja, sicher. Ich stimme dir durchaus zu, Lara. Das Spiel ist toll.
habe keinen einzigen Fehler bisher gefunden. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sarkastisch. Ich denke nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist bloß wesentlich schlechter, als es hätte sein können. So, okay, wir haben das gemacht. Wir hätten hier etwas, womit wir uns irgendwo verbinden können. Falls wir das brauchen, dann werden wir das auch noch nutzen. Erst einmal gehen wir aber hier hin und gucken uns, wo uns der... Au! Okay, so funktioniert dieser Fahrstuhl offenbar nicht. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darauf. Ach, verdammt, wir müssen nochmal gegen die Zombie-Hexen kämpfen. Hallo? Au! Doch nicht auch. Jetzt auch. Aua! Hilfe! Au. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darauf. Okay. Wo kommt jetzt der Gegner her? Jetzt sind wir so weit gelaufen, dass er definitiv von hinten kommt. Au. Schnell heilen. Oh, verdammt. So, so machen wir das. Ja, war nicht unbedingt der eleganteste Kampf. Feuerpfeile auffüllen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das hier sind Heilkräuter. Davon haben wir gerade eben auch welche verbraucht. Wir packen mal ein paar neue Pfeile hier rein, dann können wir auch Holz mitnehmen wieder. Noch mehr Heilkräuter. Ich wusste nicht, dass ich schon so viele verbraucht habe. Da können wir einfach so Pfeile mitnehmen, ohne welche herstellen zu müssen. Das ist auch gut. Hier haben wir noch ein bisschen Öl für mehr Feuerpfeile. Gut. Ich schaue jetzt mal vorbei, wo wir hier oben ankommen. Eventuell nirgends. Ich denke, hier machen wir später uns einen Weg frei. Au! Okay, Lara, renn. Achso, deswegen hatten wir das Teil hier, weil wir das hier erstmal befreien mussten, stimmt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist in Ordnung. Ja, das hier müssen wir erstmal aufmachen. Jetzt gehen wir ein Stück zur Seite. Ups, das hat nicht ganz so gut... Okay. Irgendwie will das gerade nicht. Okay, jetzt wollte es. Okay, das hebt dann das dort an. Ich habe gerade schon wieder eine Zombie-Hexe gehört. So, unterwegs noch die Pfeile wieder aufgefüllt. Perfekt. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur darauf. So, hab ich dich. Den Nahkämpfer im Nahkampf, den Fernkämpfer. Im Fernkampf. Mit viel zu vielen Pfeilen. Wo liegt der Nahkämpfer rum? Ah, hab ihn verlegt.
Moment mal, ich kann hier auch nach unten gehen. Wo komme ich denn da hin? War ich hier schon? Oh Gott! Hallo? Au! Okay, perfekt. Kein Problem. Habe ich eine Abkürzung oder einen Umweg gefunden? Bin ich sicher. Hier unten muss es doch irgendwas geben, für das es sich lohnt, nach unten zu kommen, oder? Oder hat das Spiel tatsächlich mal eine kleine Sackgasse eingebaut, bei der es wirklich einfach falsch ist, hinzugehen? Also nein, ich denke, hier geht man einfach später hin. Ich bin hier einfach nur zu früh. Kann ich hier einfach durchhopsen? Ja. Okay. Kein Problem. Zack, auf. Das machen wir auch auf. So, jetzt gehen wir rüber. Oh, hier können wir noch ein bisschen Öl mitnehmen für unsere Feuerpfeile. So, okay. Wenn wir das hier machen, dann geht das runter, das wird hochgezogen. Ganz ehrlich, nicht sicher, wie uns das weiterhilft. Und ich denke, von hier aus könnte ich da einfach landen, theoretisch, mit dem richtigen Winkel, aber... Okay, Moment, vielleicht folgendermaßen. Wir heben das dort an. Und haben dort gerade kein Gas gehabt, okay. Der Gedanke ist eben, dass wir das beides eventuell kombinieren müssen. Ich glaube es nicht, aber... Nö. Okay. Dann war's das für diese Folge. Ich gucke mir das in der nächsten Folge weiter an. Also, bevor wir angegriffen werden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.